Nochmal The Cube. Ach, wie Hammer. Ich glaube, ich weiß, was hier passiert. Mal gucken, was passiert. So. Und jetzt guckt euch das an. Also, das ist doch mal bei der Hammer! Ich bin begeistert. Jetzt haben die noch bewegte Teile da reingebracht, diese Hunde. Hund im positiven Sinne gemeint, natürlich. Compression, Artifact, Compress, was auch immer. Ein sehr langer Name. So, was haben wir hier? Jetzt kommt tatsächlich noch hier die Action-Elemente mit rein. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich... Klar, so. Ah, so darf ich da durch. Verstehe. Ja, dann ist es ja einigermaßen easy. Oh. So, ich habe jetzt immer schön linke Maustaste gedrückt, wenn es soweit war, dass ich hätte getroffen werden müssen. Und ich bin safe. Mal gucken, ob hier noch weitere Spielchen reinkommen. Also die Vermutung, die ich am Anfang mal gehabt hatte, dass wir eventuell hier auch noch auf Gegner stoßen, beziehungsweise auf Zeitdruck oder irgendwie sowas in der Richtung kommen werden, hat sich bestätigt. Wir sind tatsächlich inzwischen hier auch mit bewegten... Das ist das Level vom Anfang. Auch sehr cool, dass die das gemacht haben. Finde ich super. Ne, ihr kennt es hoffentlich wieder. Nur, dass sie jetzt ein paar Elemente hineingebracht haben, die schwieriger, das Ganze schwieriger machen. Der Population Chamber. Mal gucken, was die uns für uns bereithält. Hier kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass wir hier mal gewesen sind. Du meine Güte. Ah, dammit. Saugeil. Sau cool. So, und nun müssen wir dahin. Nur wie? Auch sehr schön, dass sie die Level einfach nochmal benutzt haben und das doch ein völlig anderes Rätsel ist. Also man muss wirklich hart überlegen. Diese ganzen Rätsel, die wir jetzt schon seit längerem spielen, kenne ich alle gar nicht mehr. So, da muss ich irgendwie hin. Jetzt sehe ich es erst. Alter, was für ein Schwindel. Jetzt bin ich aber echt verblüfft. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt... Ach, ich liebe die. Ich glaube, ich muss dir noch eine Mail schreiben den Entwicklern für dieses grandiose Spiel. Das scheint kaputt zu sein und hier ist eine weitere Tür aufgegangen. Gucken wir mal da uns um. Hier ist alles... Oh, jetzt ist hier schon alles kaputt und so. Hat jemand nicht mehr aufgeräumt. Hier, die ganzen Arcade-Stationen hat jemand kaputt gemacht. War wohl jemand sauer. Vielleicht jemand, der noch eine Dimension weniger hat. Ein Eindimensionaler vielleicht. So, wir sind wieder raus aus der Arcade, wenn wir dann mal richtig springen. So, wir dürften wieder in diesem großen Turm sein. Ups. Ah, oh. Oh, ah. Hm. So. Da ist sie wieder, die Mondscheinsonate. Und wir gehen hier hin. Und zwar Ventilation Room. Das klingt nach sich rotierenden Sachen. Eieieiei. Da ist unser Portal. Och du meine Güte. Jetzt wird's... Ich hätte vielleicht mit den
schwereren direkt anfangen können. So. Und wir lassen uns mal hier rüber tragen. Und Action. Und dann hier hin. So, und jetzt müssen wir irgendwie auf diesen Würfel drauf. Ah, dammit. Achso! Ah, das war's schon. Ist ja cool. Haha, das war voll einfach. Aber durch Zufall jetzt erkannt. Ich hoffe, ihr rätselt alle schön mit. Nicht, dass ich hier alleine rätsel und ihr einfach nur anguckt. Geht doch nicht. So. Müsst ihr mal gucken, ob ihr schneller auf die Lösung kommt als ich. Ihr seht ja das gleiche wie ich. Da irgendwie durch. Da oben bewegt sich schon wieder die... So, mal gucken. Wo kommen wir da hin? Wo können wir da hinkommen? So, da kann ich stehen bleiben, aber das bringt mir nichts. Ich muss ja irgendwo hin, wo ich durch kann. Hm. Habt ihr schon gesehen? Ah, ich weiß es, glaube ich. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt hier hingehen? Ach, dammit. Muss man jetzt schnell sein. 3, 2, 1, Risiko. Ach, dammit! Oh. Das wird ja immer schwieriger. Also. Ich könnte natürlich auch versuchen, hier, wenn der hier da... Ja, das, glaube ich, wird die Taktik sein. Okay, wir versuchen es nochmal. Ich werde erstmal hier... So, gehe wieder auf Reise. So, und jetzt... wenn der jetzt... Oh, das ist jetzt... Nein! Ah, wie kommen wir denn da raus? Wir kommen da gar nicht raus. Ah! Ah! Das habe ich noch nicht gesehen gehabt. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen. So, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, dass wir näher an den... Mittelpunkt kommen. Das ist auch nicht so einfach. Hier kommen wir nicht weiter. So. Wie wär's denn hiermit? Oh ja. Das könnte klappen. Nein, das klappt gerade nicht. Okay, da muss ich das noch näher machen. Achtung. So. Sieht das schon anders aus. Aber jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter gerade. Oh, wir hängen hier, glaube ich, irgendwie gerade. Oder ist das jetzt nicht ein Bug von dem Spiel? Vor allem kommen wir da nicht mehr raus, glaube ich. So. So komme ich nochmal wieder raus. Und jetzt, aber Leute, wie mache ich denn jetzt weiter? So, jetzt bin ich hier. Komme ich denn da jetzt irgendwie rüber und runter? Rum? Damn it! Ach so, doch, klar. Ha! So. Und jetzt ist es easy, glaube ich. Jetzt sind wir schon mal wenigstens... Boah, das ist das härteste Rätsel bisher auf jeden Fall. So.
Jetzt werde ich mal gucken, ob ich da so drüber laufen kann. Ich kann ja auch nochmal anhalten, kurz zwischendurch. Einen. Oh, jetzt habe ich genau dämlich angehalten. Na gut. Gott sei Dank ist das Spiel forgiving. So. Uhuhu. Ja. Boah. Alter Schwede. Die werden jetzt schon echt hart, die Level. Super Oktagon. Wir dürfen weiter. Und wir befinden uns schon recht nah an diesem riesen Turm hier dran. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. The Machine. Oh. Die Maschine sieht riesig aus und bewegt sich auch in mehreren Instanzen. Warum bewegt der sich denn? So kann man hier durch. Verstehe. Da müssen wir auch erstmal raus hier aus diesem Ding. Ach, dammit. Huch. Verstehe. Das hilft uns ja nicht weiter. Das hilft uns ja gar nicht weiter. Ich werde auch immer ruhiger jetzt, weil ich mich mehr konzentrieren muss hier mit der Moderation. Dammit. Ja, das vergraffe ich jetzt. Oder doch? Ah, beinahe. Beinahe. Ich glaube, jetzt habe ich es, oder? Wenn ich jetzt hier blau werde, dann kann ich ja springen. Ja. So, die erste Hürde ist genommen. Gucken wir uns mal die zweite Hürde an. Das wird wohl dieses Ding hier sein. Jetzt sitzen wir da schon mal wenigstens dort drauf. Mal gucken, ob wir da schon auf diesen hier rüber können. Ja. Zack. Nur, ich muss jetzt mal kurz überlegen, wo er überhaupt hin muss. Hier muss ich hin. Da oben drüber müssen wir irgendwie. Eigentlich wäre das gar nicht so schlecht, auf diesem Ding da hinzukommen. So. Wir müssen irgendwie auf diese Wand hier hinkommen, aber ich weiß noch nicht genau wie, weil hier kommen wir nicht weiter. Gar nicht. Dammit! Ich hoffe, ihr habt es schon rausgefunden. Wir können hier auch die... Wir können nochmal... Nee, das können wir auch nicht versuchen. Oben entlang zu laufen oder unten, hatte ich jetzt auch irgendwie gedacht. Unten könnte vielleicht gehen. Wenn wir immer weiter runterfallen. So können wir runterfallen, runterfallen. Versuche ich mal. So, jetzt bin ich hier. Komme ich dann noch höher irgendwie? Ah, das sieht nicht gut aus. Hier falle ich nur überall. Damn it! Jetzt bin ich fast drüben. Ich bin schon fast auf der verdammten anderen Seite. Jetzt fehlt mir noch so ein bisschen nach oben. Ich müsste jetzt springen können. Kann ich aber nicht. So, da sind wir wieder. Also, das war nix. Ich kann hier auch nicht springen. Ich kann auch nirgends rauf. Oder doch, vielleicht kann ich hier irgendwie rauf. Wozu ist denn dieses Scheißding da? Vielleicht können wir hier...
Ah, guck mal. Das geht. Wir müssen dort an die Wand und da kommen wir hin. Yeah, ich hab's gefunden. Endlich. So. So. Und hier. Das müsste eigentlich klappen. Ich muss jetzt nur die richtige Phase nehmen von dem Gerät hier. So. Und jetzt das noch ganz zumachen. Ach komm, jetzt lass mich hier nicht verrecken. Das müsste gehen. Und Vorsicht! Yes! So, und jetzt müssen wir hier hoch. Und auch das ist machbar. Ach, dammit. Immer schön dranbleiben sollen. So. Lassen wir uns nochmal hier so ein Podest bauen. Juhu! Oh, was? Ich bin gestorben. Nochmal. Und jetzt aber. Diesmal sind wir durch. The Machine haben wir auch bezwungen. So, und wie geht's jetzt weiter? Oh, tot. Guckt euch an. Wir sind im Turm drin. Vielleicht haben wir das Spiel durchgespielt. Ja! Damit sind wir durch mit Perspective. All Content gehört der DigiPen und zwar im Jahre 2012 entstand das. Hier sind wir nochmal bei den Entwicklern Laura Borchen, Pohung Chen, Logan Feed, Ariel Gitomer und noch ein paar mehr, die ich jetzt leider nicht lesen konnte. With help from Connell Evans, Kay König und McCoy. Herzlichen Glückwunsch für dieses tolle Indie-Game. Mir hat es riesen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und tatsächlich, obwohl es ein kurzes Indie-Game ist, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange genau gespielt, aber ich muss sagen, der Schwierigkeitsgrad war genau richtig. Das wurde immer sukzessive schwieriger. Und trotzdem war es eigentlich nie wirklich frustrierend oder so. Insofern, ich kann es nur empfehlen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn ihr es spielt, vielleicht auch beim Gucken und wir sehen uns bestimmt demnächst wieder bei einem neuen Let's Discover mit Sergeant Rumpel. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.